Hallo und herzlich willkommen zu Sorg. Das ist nochmal das Titelbild. Gut, machen wir mal weiter. So, wir teleportieren uns. Sonst wollen wir nicht hier Ewigkeiten an einem Ding hängen. Das wäre auch kacke. Irgendwie. So, und was wir vergessen haben. Gucke mal an. Das zweite Stück der Karte. Hm. Looks like a torn piece of scroll. Die ist richtig rum. Nee. Hm. Looks like a torn piece of scroll. Die müsste. Wir müssen jetzt zweimal was machen. Ich überspringe mal den Kontext. Hier ist übrigens alles andersrum, wenn man jetzt zum Beispiel hier sieht, dreht es sich in die andere Richtung. Da nach da. Und auch wenn man hier irgendwie hingeht, zeigt er zum Beispiel Pfeil nach da. Weil es ja der Spiegelzimmer ist. Das ist ja der Spiegelfall. Klingt irgendwie logisch. Hier ist alles ja normal. Wenn wir jetzt den hier reinhalten, müsste eigentlich sagen, that would be the second half of the Snavig scroll. Dass er richtig ist. Schon mal gut. Den lassen wir gleich da liegen, das brauchen wir gleich nochmal. Der war schon richtig. Wo ich das erste Mal, also das hier vorgespielt habe, habe ich da irgendwie 30 Minuten angehabt. Weil der immer irgendwie verkehrt war, einer davon, und mal gucken, ob ich diesmal das besser weiß. So. Hm. Looks like a torn piece of scroll. You've got both pieces of the spell, but you can't nusto it when it's all ripped up like that. You gotta run it through a spell checker. Diesmal hat es beim ersten Mal geklappt. Wie glücklich ich gerade bin. Spell named Snavig is torn. Repairing spell. Dankeschön. Repair is complete. Snavig, the trusty all-purpose shape-changer spell. Nice fix. Das ist schon mal gut, dass wir den jetzt haben. Weil jetzt können wir nämlich mal speichern. Also ein E braucht er jetzt nicht hinter meinetwegen. Gut, das ist doch schon eher. Das ging gerade ziemlich schnell. So. Ja, du willst wieder Geld, Mihair, Minion. Ja. Schön. Das ist aber toll. Das wissen wir aber schon. Einnehmendes Wesen. Wir haben ja den neuen Zauberspruch bekommen. Den setzen wir, glaube ich, You've transmogrified yourself into his clone. If you're gonna do something, do it fast. You won't stay like this very long. Taking your lunch break. So, wir haben jetzt hier verschiedene, aber da bin ich viel Zeit nehme, nehme ich mal das Richtige. Die Kappe. Heißt
Kriegsunser, den wir gerade... Hello! Brog like rocks. Rocks. Brog thinking about rocks. Brog thinking about rocks and how nice they are. Nice for his tummy. Gut, was haben wir denn hier? Hi, my name's Dalbaz. I'm the one in the lantern. The person who's carrying us around hasn't given us a name, so I just use Afghan cop. I find it fits he, she, or it pretty well. Brog am Brog. Uh-huh. I never would have figured that out. So how'd you end up in that totem, big guy? So sieht der also aus. Nice cave. Cave, good place to hide. Squish Brog in thing. Brog thing now. Brog sitting here long time, being thing and thinking about rocks. Rocks. Der ist ziemlich Steine fasziniert, würde ich mal sagen. Narwhal. Yes, dude. Pikachu, los! Oh, what an attractive little archipelago. This is my idea of a vacation, a little fun, a little sun, and I don't have any ice cream. Speichere zur Sicherheit mal lieber. Hey, can we get a few drinks around here? Oh, the kind with the little umbrellas? Was haben wir hier? Das bringt uns aber noch nicht viel. Da bin ich den letzten Teil dazu ab. Der Vervollständigung. So zu sorgen. Da ist unsere Vervollständigung. Der wollte wohl was aufpumpen. Aber das, was er aufpumpen wollte, ist weg. Well, that's an air pump. So, let's pump some air. Das klingt logisch. Dann wieder zu unseren großen Inseln und dann dahin. Jetzt pumpen wir. Oh dear God, it's a dragon! Hello? Hello? What's going on up there? That would be a coconut. Oh yeah, the coconut of Gwendor. I was looking for that nut. Actually, since you're there, maybe you could help me out. I'm trying to make myself a pina colada down here and I'm running short on ingredients. So I need to run to the store to pick up a coconut. If I throw you a rope, could you tie it to one of the dragon's teeth so I could climb up? Yeah, that's a rope. That's a rope, all right. Thanks, mate. Hello there. Ich bin immer nicht so gern nett. Hello. Hier speichern wir lieber, weil hier kann vieles schief gehen. Hello there. Hello.
Did you get the rope? Ja, das haben wir. Hello? Hello there? Hello there? Hello? Did you get the rope? Ja, das haben wir. Hello? Ja, verstanden, Ende. Oh, that's odd. Hello there? Hello? Schon sind wir draußen. Hello there? Wir gehen noch wieder rein und gucken. Hello? Genau, und das Falsche natürlich. Did you get the rope? Ja, das haben wir. Hello? Hello there? Marcy Blows! Did you get the rope? Nein, haben wir nicht. Hello? Das halt ich nicht. That's all. Oh, well, that was easy. All we had to do was tickle a freaking dragon, fly into his mouth, send the guy to his doom, and shoot an inflatable sea captain out of his nose. I wish everything in life was so simple. Ja, total einfach. Und da ist unser Schlösschen wieder. Hab das mal hier. Hey, nice joint. Now let's just stick this thingamabob in that thingamajigger and tango on out of here, okay? Ja. Ta-da! Good work, kid. Sieht sie nicht schön aus? Keine Zeit für Träumereien. Wir müssen spielen. Und wir sind wieder Hades. So, der wird uns gleich erzählen, da wir arbeiten, weil wir ja immer noch da eingestempelt sind, können wir nicht raus aus der Hades-Welt. Deswegen. Snapping! Immer wieder. Have you heard a word we've said? Snapping! So, jetzt. Oh, that's an interesting look. Interesting like Jojo the slime-faced boy is interesting. Und jetzt kommen wir sogar kostenlos mit. Jetzt verspringe ich mal wieder. Jetzt müssen wir einen kleinen Augenblick warten. Bis der Zauber die Wirkung verliert. Das wäre genau jetzt. Wir inserten mal die Map. Jetzt muss ich kurz über die Scheiße, Laber vergesse ich das ja auch mal. Jetzt haben wir da jetzt einen kleinen Augenblick. Jetzt müssen wir zu unserem Haus mal wieder, ja. Mal wieder, aber diesmal müssen wir nicht durch den Spiegel, also erstmal nicht. Aber dafür gehen wir aus der Tür nochmal raus. Ja, das hat Logik. Nee, wir müssen nicht nur durch den Spiegel, sondern durch den Schrank. Yes, turn. Los! Rock. Sind wir nicht gut. Brog no like it here. Brog teeny bit scared. Ja. Und kaputt machen. Boards hurting house. Leave house alone, Nails. Das sehe ich allerdings genauso. Gut gemacht, braves Kaputtmacher. Rock. Dingsbums. I'm the bickering torch. That's what they call me anyways. I prefer to call myself a grande queso. All right, but I'm warning you. First sign of a grue and I'm doused, you hear me? Out like a light. I'm the flickering torch. I do flicker, and that's okay. I'm afraid of dark caves, and I've accepted that about myself. I'm hearing that you really enjoy rocks. Brog eat rocks. Everyone likes the flickering. Sorry, aber ich speichere mal kurz. You know, Doc, sometimes a torch is just a freaking torch. Ja. Was that a groove? Is this a dark cave? Did you hear one word I said to you? See ya, pal. I'm doused. Ab geht's runter. Und wir sind ja so. Yuck! No, no eat egg! Brog like rocks! Wir sind jetzt, gehen wir an die Steinzeit zurück und. Nee, Vorsteinzeit. Kreidezeit.
die Dinosaurier. Die haben auch